Ja, und damit herzlich willkommen zum großen finalen Chapter von The Book of the Unwritten Tales 2 auf dem Kanal von Kaffee mit LP. Mit mir, dem Guru, bei. Und gestern ist das Spiel rausgekommen, gestern ist das letzte Kapitel rausgekommen. Wir machen jetzt direkt auf Fortsetzen und wir sehen, es geht in den Düsterwald. Bist oder du sicher, Wilbur? Ja. Irgendjemand im Dorf wird wissen, wo der alte Van Buren gelebt hat. Und vielleicht auch, wo wir das Buch finden können. Soll ich nicht doch mitkommen? Wenn deine Füße so wehtun wie meine, möchte ich dir das nicht antun. Ich bin nicht lange weg. Passt ihr bitte auf Timmy auf? Keine Sorge, er schläft. Wenn du wiederkommst, warten heiße Würstchen auf dich. Kann's kaum erwarten. Wie ausgestorben. Wie ausgestorben. So, was ich sagen wollte, das ist das letzte Kapitel. Wir sind jetzt hier wieder mit Wilbur unterwegs im Düsterwald. Wir wollen ja das Buch wegen des Zauberstabs finden und wir gucken uns jetzt erstmal um. Schwer zu sagen, wie alt das Dorf ist. Es könnte hunderte Jahre hier am Rand des Waldes gestanden haben. Okay. Das Dorf sieht ziemlich heruntergekommen aus. Überall nur notdürftige Reparaturen, wenn überhaupt. So, ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel, wollte ich gesagt haben. Hier oben gucken sogar Waffen raus. Krasses Dorf. Ist das hier der Friedhof? Weiß ich gar nicht. Wir waren ja im ersten Teil schon mal hier. Also nicht im ersten Chapter, sondern im ersten Teil des Spiels. Das ist das einzige Gebäude im Dorf, in dem Licht brennt. Es scheint eine Art Gemischtwarenladen zu sein. Na dann, klopfen wir doch mal an die Tür. Hallo? Jemand zu Hause? Geh weg! Meinen Kopf kriegst du nicht! Ich will Ihren Kopf gar nicht. Ich will nur ein paar Informationen. Hinfort, kopfloser Reiter! Mich legst du nicht herein! Kopfloser Reiter? Was für ein kopfloser Reiter denn? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich will Ihnen nichts Böses. Öffnen Sie die Tür. Dann sehen Sie, dass dass von mir keine Gefahr ausgeht. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein Gnom, komme aus Seefels und will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Natürlich! Ein Gnom aus Seefels kommt alleine in den Düsterwald spaziert und will nur ein paar Fragen stellen. Ich bin nicht allein. Ein lebendes Skelett, ein Zombie, ein Roboter und eine sprechende Ratte begleiten mich. Es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge. Genug! Verschwinde, Dämon! Kopfloser Reiter? Was für ein kopfloser Reiter denn? Hier draußen gibt es einen kopflosen Reiter? Als ob du das nicht wüsstest. Er jagt mich. Er will meinen Kopf, damit er ihn sich auf seine eigenen Schultern setzen kann. Sind Sie sicher, dass er Ihren Kopf will? Oder will er irgendeinen Kopf? Ich meine, was würde er wohl tun, wenn er einen Gnomen mit einem schönen großen Kopf sähe? Geh einfach weg, du Scheusal! Können wir nicht drinnen weiterreden? Dann müssen wir nicht so schreien. Ah, jetzt ist alles klar. Du bist der Teufel. Du kannst meinen Laden nicht betreten, ohne dass ich dich dazu auffordere. Ich bin nicht der Teufel. Der zweitbeste Trick des Teufels ist es, jemanden glauben zu lassen, er sei es nicht. Das ist doch lächerlich. Ich mache jetzt die Tür auf. Warum nicht gleich so? Hallo? Stirb, Monster! Wow. Hey, Sie hätten mich treffen können. Keine Bewegung! Wer ist er denn? Sagt man nicht erst keine Bewegung und schießt dann? Keinerlei psychokinetische Energie. Du bist nicht magisch. Danke, dass Sie mich daran erinnern. Wer ist er denn jetzt? Wer bist du? Was willst du hier? Also, das ist Ihr Laden, Herr. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz, ich suche etwas. Wie bereits gesagt, mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin auf der Suche nach Informationen über einen gewissen Van Buren. Er muss vor einiger Zeit hier gelebt haben. Der Hexenmeister? Übler, übler Charakter. Mit solchen Leuten sollte man sich nicht einlassen. Lebt er etwa noch? Nein, ist schon seit gut 30 Jahren tot. Ich erinnere mich, wie die Erwachsenen mit Mistgabeln und Fackeln hoch zum Schloss gegangen sind.
richtig traditionell. Naja, so rückblickend betrachtet, hätten sie ihn nicht umgebracht, wären wir vielleicht nicht verflucht worden. Tja, das ist schon cool. So, in dem Laden hier gibt es wahrscheinlich wieder etliche Anspielungen. Ich habe hier oben auf jeden Fall so eine Voodoo-Puppe gesehen. Und das hier ist doch der Hut von dem einen aus LOL. Dieser eine Vieh. Hier ist so ein Wikingerhelm. Das ist eine sehr dezente Rüstung, möchte ich sagen. Also da braucht man gar keine Rüstung anhaben. Und der kommt mir auch irgendwie bekannt vor, weiß aber nicht woher. Es gibt wie immer hier 1000 Anspielungen in dem Spiel. Also haltet die Augen offen, Leute, ne? Entschuldigen Sie, Ihr Name war Whale. Tim Whale. Und Sie sind der Ladenbesitzer? Jawohl. Und ich bin der Bürgermeister dieses schönen Dorfes. Und der Priester, Feuerwehrmann, Wirt, Kutscher und Schmied. Oh, dann haben Sie bestimmt viel zu tun. Geht so. In den Ratssitzungen werden wir uns meistens schnell einig. Hey, möchtest du vielleicht nach Düsterdorf ziehen? Ich könnte dir den Posten des Landvogts anbieten. Ich bleibe lieber nicht länger hier als nötig. Es liegt an den namenlosen Schrecken aus dem Wald, oder? Kann ich dir nicht verdenken. Okay, sie sind verflucht? Van Buren hat sie verflucht? Das ganze Dorf! Jeder wusste, dass der alte unheilige Experimente in seinem Schloss machte. Aber im Prinzip sind wir gut miteinander ausgekommen. Wir hätten niemals sein Schloss gestürmt, wenn die Paladine und Magier uns nicht dazu angestachelt hätten. Sie meinten, es sei unsere Pflicht, ihnen gegen das Böse zu helfen. Das müssen dieselben Leute gewesen sein, die überall gegen den Kult des Namenlosen gekämpft haben. Wer immer sie waren, sie sind weitergezogen, nachdem der Hexenmeister tot war und haben uns mit dem Fluch allein gelassen. Oh. Was genau ist das für ein Fluch? Was bewirkt er? Der Fluch lässt Leute verschwinden? Nicht direkt. Das hier war schon immer eine besondere Gegend, weißt du? Zum Beispiel ist es hier immer Nacht und wir haben immer Vollmond. Der Wald und das Gebirge verwirren die Sinne. Solche Dinge. Man kann sagen, die Menschen in dieser Region sind einiges gewöhnt. Aber nachdem der Hexenmeister getötet wurde, war es anders. Der kopflose Reiter? Nicht nur der, auch andere. Abscheuliche Kreaturen. Sie kommen aus dem Wald und jagen uns. Einer nach dem anderen wurde geschnappt und in den Wald verschleppt. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Hier ist es immer Nacht. In diesem Dorf ist es immer Nacht? Das ist doch verrückt. Wieso ist das verrückt? An anderen Orten ist es immer Sommer. Irgendwo im Norden gibt es eine Insel, da regnet es ständig. Hier ist es halt immer Nacht. Einige Leute kommen extra deswegen in diese Region, so wie andere in ein warmes Klima ziehen. Ins alte Schloss ist zum Beispiel vor einigen Jahren ein Gentleman eingezogen. Ein Graf sogar. Er scheint nichts dagegen zu haben, dass es ständig Nacht und Vollmond ist. Oh, das hört sich an wie so ein Vampir oder so. Das Schloss da oben auf dem Berg? Dort hat der Hexenmeister gelebt? Dort hat er gelebt und dort ist er gestorben. Dann muss ich dahin. Ha, viel Glück. Den Weg durch die Berge findest du niemals. Können Sie ihn mir nicht zeigen? Du meinst meinen Laden verlassen, während da draußen der kopflose Reiter auf mich wartet? Niemals. Ich bin der Letzte, der allerletzte, der noch in diesem Dorf lebt. Einige sind geflohen, aber die meisten. Na, sieht auch ein bisschen verrückt aus, der Typ. Wenn ich sterbe, stirbt das Dorf. Was würden meine Vorfahren dazu sagen? Was sollen sie gegen den kopflosen Reiter unternehmen, der das Dorf terrorisiert? Achso, was wollen? Als Bürgermeister haben Sie doch bestimmt schon einen Plan, wie Sie dem kopflosen Reiter das Handwerk legen wollen, oder? Natürlich. Ich habe ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Das sollte schwierig zu verdienen sein, gleich aus mehreren Gründen. Willst du vielleicht dein Glück versuchen? Nein, ich bin kein Kopfgeldjäger und habe auch keine Zeit. Ich muss ein Buch finden, um einen Zauberstab zu zerstören. Bitte? Wenn das wichtiger ist, als Düsterdorf vor dem Untergang zu bewahren. Danke für Ihre Hilfe. Wir werden morgen früh zum Schloss aufbrechen. Da gibt es natürlich ein Problem.
Zu wissen, wann morgen ist? Nein, ich spreche eher von verborgenen Schluchten, messerscharfen Felsen, wackeligen Felsvorsprüngen und geheimen Pfaden. Ihr könnt das Schloss nicht erreichen, wenn ihr den Weg nicht kennt. Ich weiß, wie das läuft. Ich muss unbedingt zum Schloss und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Und Sie haben da zufällig ein Problem mit einem kopflosen Reiter. Aber wissen Sie was? Dieses Mal nicht. Denn während ich mich von meiner eigentlichen Aufgabe ablenken lasse, passiert einem meiner Freunde etwas. Ich habe ein klares Ziel und ich bin in den Bergen aufgewachsen. Ich werde einen Weg finden, ganz ohne Hilfe. Guten Tag. Gute Nacht. Gute Nacht. So, wir gucken uns einmal um. Die Rüstung möchte ich hier gerne betrachten. Und was ist das hier? Sowas wie Unterwäsche aus Metall? Das ist ein schweres Kriegerset. Level 90. Ein was? Ist dasselbe Modell wie das daneben. Nur halt für weibliche Krieger. Das hier und das. Sie wollen mir erzählen, das seien gleichwertige Rüstungen? Jupp. Schwere Plattenrüstungen bieten optimalen Schutz gegen alle Arten von Waffen. Aber da kann man ja überall durchgucken. Ein Stoß mit einem Schwert im Bauchgegend und... Ich verkaufe seit 20 Jahren Rüstungen. Und vor mir mein Vater und mein Großvater. Willst du mir erzählen, du wüsstest mehr von schweren Plattenrüstungen als ich? Nein, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah, den Hut kann man leider nicht anwählen. Betrachte das Regal. Ich glaube nicht, dass der Laden gut läuft. Sicher, ein bunt zusammengewürfeltes Sortiment von Rüstungen, Waffen, Nahrung und Zaubertränken funktioniert eigentlich immer. Aber wenn der Laden mitten im Nirgendwo steht und es niemanden gibt, der Helden in diese Region schickt, wer soll all den Kram dann kaufen? Da stehen ein paar Zaubertränke, hier ist so ein Wischelwaschel. Was gibt's noch so? Ah, es gibt 100.000. Den Türrahmen betrachten wir. Ich habe noch nie so viele Schlösser, Ketten und Zaubersprüche an einer einzigen Tür gesehen. Und auch die Armbrustbolzen deuten darauf hin, dass hier ein sehr nervöser Mensch lebt. Ich glaube auch, das Fass. Vermutlich ist das Fass mit irgendeiner Säure oder mit Weihwasser oder etwas anderem gefüllt, womit sich der Bürgermeister Eindringlinge vom Hals halten will. Das war mal ein... sowas wie ein... eine Wildschweinkuh? Vielleicht hätte Herr Whale weniger Angst, wenn er sich nicht mit solchen gruseligen Dingen umgeben würde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, das ist eine Armbrust. Eine Armbrust ist eine verheerende Waffe. Zumindest, wenn man in der Lage ist, damit etwas aus ein paar Metern Entfernung zu treffen. Hey, ich verkaufe die Waffen nur. Ich habe nie gelernt, damit umzugehen. Schade für dich. So, was gibt's hier? Noch eine Rüstung? Eine große, fette Rüstung? Jetzt, wo ich kein Magier mehr bin, sollte ich vielleicht versuchen, ein mächtiger Krieger zu werden. Genau, Wilbur. So eine Rüstung würde mir ziemlich gut stehen, glaube ich. Ich glaube auch. So, den Bannkreis. Das da auf dem Boden ist ein Bannkreis, oder? Kennst du dich mit Geisterbannung aus? Ein wenig. Muss nicht der Geist im Bannkreis sein und nicht derjenige, der den Geist bannen will? Wenn man mit so einem Ding Geister einsperren kann, dann kann man sie auch aussperren. Der Kreis ist meine letzte Verteidigungslinie für den Fall, dass das Salz vor den Fenstern und Türen nicht standhält. Sind die Wesen aus dem Wald denn Geister? Dort lebt alles Mögliche. Warum nicht auch Geister? Sicher ist sicher. Der Typ ist auf jeden Fall gut bedient hier. Da ist der Bürgermeister, da ist nochmal der Bannkreis und da... Betrachte den Bürgermeister. Man sieht ihm an, dass er schon lange in Angst lebt. Armer Kerl. Aber wenn er mir nicht helfen will, werde ich nicht versuchen, ihn zu überzeugen. Wir finden schon einen Weg durch die Berge. Auch ohne ihn. Ich bezweifle das, aber... Ich wüsste nicht, was... Ich wüsste nicht, was wir ihm fragen sollen. Beeindruckende Rüstung. Nur die Schultern wirken etwas unpraktisch. Die Schultern bringen Panzerung plus 22 und Beweglichkeit plus 9. Warum verbessern übertrieben große Schulterplatten die Beweglichkeit? Sollten sie die Beweglichkeit nicht eher einschränken? Das wäre doch unfair. Krieger haben schon von Haus aus eine deutlich niedrigere Beweglichkeit als zum Beispiel Schurken.
Aber können nicht auch Krieger Schurken sein? Ich meine, wenn ein Krieger zum Beispiel unfair kämpft oder beim Würfeln betrügt? Ein Krieger, der auch ein Schurke ist? Wie sollte das gehen? Woher wüsste ich dann, ob ich ihm den Plattenpanzer verkaufen darf oder nicht? Schurken dürfen nur Lederrüstungen tragen. Vielleicht noch Kettenhemden. Genau wie Jäger. Ah, verstehe. Damit die Rüstung nicht quietscht und die Tiere verscheucht. Das sind die alten WoW-Weisheiten, Leute. Die alten WoW-Weisheiten. So, da können wir den Armbrustbolzen nehmen. Machen wir das mal gleich. Wenn Wilbur rankommt, ich glaube nicht. Der Herr Bürgermeister hat sicherlich nichts dagegen, dass ich mir einen der Bolzen ausleihe. Immerhin schießt er sie großzügig durch die Gegend. Also wie Wilbur da jetzt angekommen ist, das frage ich mich immer gerne wieder. Komm Wilbur, kratze nicht am Arsch, wir gehen raus jetzt. Ändert sich das Wetter hier immer so schnell? Der kopflose Reiter! Er kommt! Das haben sie auch schon geglaubt, als ich vor der Tür stand. Schau, hier! Die psychokinetische Energie sprengt beinahe die Skala! Ich bin zwar Diplom-Magier, aber was genau ist das? Du hast immer geschwänzt, oder? Das PKE zeigt an, ob Geister, Dämonen, böse Kräfte in der Nähe sind. Es ist der kopflose Reiter, garantiert! Dann muss ich sofort zu meinen Freunden. Oh oh. Hallo? Hallo? Möchte gerne fortsetzen? Okay. Ich glaube, das ist hier gefreezed jetzt. Ich glaube, das ist gefreezed. Eiserne Armbrustbolzen. Den kann ich jetzt so nicht auswählen. Ich kann hier gar nichts auswählen gerade. Okay. Okay. Sehr guter Start, sehr guter Start. Das Spiel ist voll released worden übrigens. Es gibt keinen Testlauf vom letzten Kapitel. Ja, das ist was fürs Forum. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei The Book of Unwritten Tales 2. Die kommt heute auch noch. Also bis dann, Leute. Dann habe ich es wahrscheinlich wieder zum Laufen gekriegt. Bis dann. Tschüss.